Und wieder beginnt ein frustrierender Tag auf der Scheibenwelt. So, also, irgendwie müssen wir es schaffen, dass... Na, wo ist er? Komm, Ecke, Ecke, hier. Dieser Mensch... Und wahrlich wird er brüllen, genau, die 10 heiligen Namen der verbotenen Dämmerung. Nein, die 9 heiligen... Gehe ich zumindest straff davon aus. Moment, 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 Moment. Und wahrlich wird er brüllen, die 10 heiligen Namen der verbotenen Dämmerung. Das funktioniert nicht. Nein, die 9 heiligen Namen der verbotenen Dämmerung. Eine Straßenlaterne. Sicheres Zeichen dafür, dass sich die Zivilisation an uns heranschleicht. Vermutlich wird sie dazu gezwungen. Und dann schreitet er, fürwahr, und oft wird er schreiten. Ja. Ich hab doch hier in dieser Gasse immer den Schmetterling an die Laterne geschickt. Vielleicht ist das einfach noch falsch. Habe ich den noch? Nein. Letzte Nacht verbraten. Schade. Machen wir den Spaß eben nochmal. So. Hier hinten gab es nur die Mülltonne. Schrank eigentlich noch was? Regale. Lampe. Das funktioniert. Beleuchtung. Wundervoll. Hier gibt es jeden Komfort. Könnte natürlich auch die Lampe sein. Bibliothek gehen wir nachher. Küche. Haben wir einen Aktzweig schon mal in der Küche? Ich würde fast sagen, nein. Das Stärkemehl ist auch so bunt gezeichnet. Genau, kann man mitnehmen. Oder doch, Bananen? Doch, wir haben dem Bibliothekar mal den Bananen gegeben. Im Essensraum waren wir, da haben wir den Gong geläutet. So. Wo war denn jetzt? Hier war der Park. Und das alles nur dank des reanimierten Beins. Der Gute dann mit Frosch im Hals aufgewacht ist. Schmetterling, Schmetterling, komm. Also manchmal ist die Steuerung wirklich grauenhaft. Das sieht eindeutig besser aus. Und, ah, ja, ach, cool.
Schmetterling hat sowas mit dem zu tun. Oh, hallo. Weißt du, dies seien alles deine Schuld. Jetzt muss ich machen Therapie. Ja, und nun bleib ruhig sitzen. Übrigens, du stellst da einen hübschen Topf her. Es nicht sein sollen Topf, sondern Hutständer. Ah, nun, ich möchte nicht länger stören und setze jetzt den Weg fort, still und leise. Das Leben ist also auf den Hund gekommen, wie? In deinem Fall auf den Topf? Was machst du da? Therapie. Der Psychiatriker meinte, ich soll anstellen, was Nützliches mit meinen Händen. Abgesehen davon, Leute zu verdreschen. Da hasse recht, Kumpo. Ach, es einfach nicht mehr richtig klappt. Du schon wieder? Sei still, dies nicht leicht ist. Es schwer sein, sich auf etwas zu konzentrieren, das sich dauernd dreht. Woher soll ich das wissen? Ja, jetzt verstehe ich. Herzlichen Dank. Okay, keine auf Wiedersehen. Sinnvolle Konversation. Aber zumindest ist jetzt klar, wie wir diesen Mönch nass bekommen. Was steht denn hier? Beweise, ein Mann zu sein. Wende dich an Sally im Haus der käuflichen Zuneigung und bitte sie um eine Spezialbehandlung. Mit dieser Stadt geht's wirklich bergab und sie begann schon ganz unten. Ich bin gerade fast motiviert. Okay, da kommt nicht. Also dann doch erstmal ins Loch. Und wieder ein dezenter Schnitt. So, dann... Ach genau, zur Ecke. Komm ich hier eigentlich rein? Ach, das ist der Friseur. Der steht frierend hier. Geil. Dann... Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Steht jetzt was anderes hier? Was steht denn hier? Um es nett zu haben, iss gut, trink ganz nach Belieben und such dir eine angenehme Beschäftigung an einem sonnigen Tag. Ah ja. Versteck. Dann eben nicht. Dann versuchen wir das eben in der Nacht. Schon ein bisschen immer das Hin- und Herreisen. So. Und jetzt ab zum Versteck.
Hallo? Sei gegrüßt. Ja, sei gegrüßt, Bruder Pförtner. Hey, warte mal. Du bist nicht richtig angezogen. Dir fehlt schwarze, unheilvoll wirkende Kleidung. Ich fand den Gag gut. Hallo? Sei gegrüßt. Ja, sei gegrüßt, Bruder Pförtner. Na schön, nenn mir die Parole, dann lasse ich dich eintreten. In Ordnung. Der gelbe Vogel trillert, als der blaue Mond aufgeht. Trillert er wirklich? Vielleicht auch nicht. Wie wär's hiermit? Der Krake tanzt seitlich. Ja? Die Molluske wird in der Dunkelheit ohnmächtig. Interessant. Und der blinde Hund trägt ein Kleid. Da draußen scheint eine Menge los zu sein, aber wenn du eintreten willst, musst du mir die Parole nennen. Na hoppala. Wo ist das Glas? Wo ist das Glas? Psst, sei gegrüßt, Bruder Türöffner. Pförtner! Türöffner, Pförtner, wo ist da der Unterschied? Nun, ich muss die Tür jeden öffnen, der hier erscheint. Du könntest ein Spitzel sein. Ein Spitzel? Es wäre möglich, oder? Vielleicht bist du ein sehr schlauer Spitzel, der sich gut getarnt hat. Öffne die verdammte Tür! Wie lautet die Parole? Na schön, komm etwas näher. Sie lautet bla 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 Löffel bla 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 Schwertfisch bla bla bla. In Ordnung? Nein. Was? Du hast Sarg Simons vergessen. Öffne die Tür oder ich bringe dich um. Ah, die andere Parole. Okay, fassen wir zusammen. Man muss dieses Rohr drehen, man muss das Glas hier ranhalten und man muss eine schwarze Kutte haben. Und viele gute Nerven. Hallo? Sei gegrüßt. Ja, sei gegrüßt, Bruder Pförtner. Na schön, nenn mir die Parole, dann lasse ich dich eintreten. In Ordnung. Mal sehen. Sie lautet bla bla bla, Löffel bla bla bla, Schwertfisch bla bla bla. Stimmt's? Nein. Wie bitte? Du hast Sarg Simons vergessen. Oh, Sarg Simons. In Ordnung. Willkommen, o Mitbruder der Bruderschaft des Schwertes. Gruß euch, Brüder. Gruß dir. Gruß dir. Gruß dir. Gruß dir. Tja, meinetwegen schönen Gruß. Erneut sind wir, die aufgeklärten Brüder des Schwertes, hier versammelt. Erneut weben wir das Netz der Macht. Wir wissen nun, dass wir dazu bestimmt sind, über diese Stadt zu herrschen. Oh, Lachi, Lachi, Lachi. Hurra! Ja, einst dachte ich, ich sei dazu bestimmt, in meinem Zimmer einen Dinosaurier aus Pappe zu basteln. Dann sah ich meine Bestimmung darin, die regionale Saxophonmeisterschaft für Männer zu gewinnen. Aber jetzt weiß ich es besser. Mir ist endlich klar geworden, dass meine Bestimmung darin besteht, über Ankh-Morpork zu herrschen. Hey, und was ist mit uns? Zusammen mit diesen Männern, meinen treuen Kameraden. Ein neues Zeitalter beginnt, Freunde. Hurra! Ein Zeitalter der Macht und Erhabenheit. Hurra! Ein Zeitalter der Freiheit, ohne sanitäre Anlagen im Innern des Hauses und damit verbundener Arbeitslosigkeit. Hurra! Eine Welt, in der man legitimen Geschäften der Reichtum-Neuverteilung nachgehen kann, ohne sich um Quoten und dergleichen kümmern zu müssen. Hurra! Eine Welt, in der billiges Verputzen und Vergipsen zugunsten strukturverstärkter Neubauten verboten werden. Yo, eine Welt, in der geringe Makrelenverkäufe endgültig der Vergangenheit angehören. Eine Welt, in der die Sauberkeit von Schornsteinen obligatorisch ist. Hurra! Bruder Mauergut, Bruder Besen, bringt das Buch. Und nun zum Zauber der Macht. Bruder, Bruder...
Bleistiftkopf. Oh, dunkle Geister des Universums, mit dieser Schüssel weihen wir und so weiter. Empfange nun die Opfer, während wir diesen Trank den Flammen übergeben. Bring uns die Macht des Drachen. Drachen! 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 Okay, also wer war jetzt alles dabei? Der Fischhändler, der Narr und der Dieb. Die anderen sind mir unbekannt. Und ich müsste mir mal das Intro nochmal ansehen, um zu sehen, ob Rincewind von Anfang an dabei saß. So, im Allgemeinen bin ich mit dem Teil recht zufrieden. Wir haben endlich mal nachts was Sinnvolles erreicht, haben herausgefunden, wer wie wo die Drachen beschworen hat. Was wir mit der Information anfangen, sehen wir im nächsten Teil. Wer übrigens noch eine andere Figur erkannt hat, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Bis zur nächsten Woche.